Hallo allerseits und herzlich willkommen zum neuen Review. Heute wieder der Gastreviewer, Herr Nilsson. Guten Tag, Herr Nilsson. Leider kann ich dich ja nicht so ganz filmen. Oh, was hast du denn da Cooles an? Erstmal eine coole Bomberjacke. Sehr gut. Und eine coole Mütze hast du auch. Dieselbe habe ich auch. Na, das ist ja ein Zufall. So, nun haben wir jetzt hier was. Was ist das denn für eine Jacke über der Bomberjacke, die Weste? Eine Weste, wo man Munition für Nerf-Pistolen tragen kann. Ja, und da sind hier noch Magazine. Magazine. Hier oben kann man was? Extra Pfeile einzeln reintun. Aha, und die gab's gratis, ne? Ja. Wenn man eine Pistole über 60 Euro kauft, kriegt man die gratis. Oder überhaupt Nerf-Zubehör. Zum Beispiel auch diese. Da gab es doch so einen Ständer für alles. So, und das hier ist jetzt die was? Die Nerf? Regulator. Sehr cool. Und die hat wie viel gekostet? 64,98. Und wer hat die gekauft? Ich. Oh, wo hast du 64,95 her? Die habe ich mir von meinem Gutschein von meinem Geburtstag gekauft. Cool. Da hattest du also die Wahl, dir sowas zu kaufen. So, also die Nerf-Regulator. Spitzenführer oder Marktführer für Kinderspielzeug. So, jetzt erklärst du mal, was zu dieser Waffe gehört. Oder zu diesem Waffenspielzeug praktisch. Zwei so große Magazine, wo 12 Pfeile reinpassen. Also waren die 24 Pfeile mit dabei oder ja, waren das mehr? 24. 24, okay. Das also hinten als Ersatz. Ersatz. Das heißt, wenn die leer ist, holst du die raus und steckst die rein? Okay. Und zum Rausholen muss man hier den Knopf drücken und dann kann man die ganz leicht entnehmen. Also hier drücken und dann kann man die entnehmen. Nicht, aber nicht ohne drücken. Nee. Weil, warte mal, warte. Drück mal da hinten diesen, da, so, zopp. Jetzt war noch mal kurz, er drückt also jetzt hier rein. Und dann löst sich hier dieser Haken. Jetzt lässt er den Haken los, so, zack. Also, nicht ohne, sonst macht ihr eventuell das Gerät kaputt. So, die schießt, wir sehen es ja schon hier. Einzelschuss? Einzelschuss, dann 3 Pfeile hintereinander und 5. 5. Das heißt, die ist, also wie ist die betrieben? Das ist nicht wie die Pumpgun, die wir neulich noch vorgestellt haben, sondern? Mit Batterien. Da sind 4 Batterien drin, ne? Große, dicke. Mhm. Steht aber auch auf der Verpackung. So, und die ist modular aufbaubar. Das heißt, du kannst dir die zusammenbauen, wie du die zusammengebaut haben möchtest. Richtig? Ja. Jetzt nimmst du die mal komplett auseinander. Jetzt machen wir die Kamera in der Zeit aus. Und dann kannst du die zusammenbauen, damit die Leute sehen, wie einfach das ist. So, junger Mann. Zum Auseinanderbauen hast du kaum eine Minute gebraucht. Eine halbe vielleicht, oder? Mhm. So, und jetzt stellen wir die mal, die Kamera mal so dahin. Und dann zeigst du mal den Leuten jedes einzelne Teil. Weil man kann die ja auch einzeln schießen oder sag mal so, nur damit, ne? Ja. Achtung, Moment. So, dann zeigst du mal den Leuten jetzt, wie das einzeln machbar ist. Also die simpelste Methode, damit zu schießen, wäre? Nur die zu nehmen. Und das Magazin. Zeigst du mal? Zop. So, die Kamera so halten, dass man das sehen kann. So, das wäre also die Regulator im simplen Modus. Genaue Bezeichnung müssen wir jetzt nicht sagen, einfach mal simpler Modus. Kannst du mal einen Schuss abfeuern und zwar, sagen wir mal, da hinten gegen die Holztür? Okay. Warte. So, machen wir nochmal. Jetzt wollen wir nämlich wiederholen für die Leute, damit die zusehen können.
Erstmal mit Einzelschuss. So, und schießen mal gegen die Tür. Achtung, der Nils hat übrigens noch eine Botschaft. Wo schießen wir drauf und wo schießen wir niemals drauf? Immer auf Gegenstände, dass keine Menschen und Tiere sind. Genau, also nicht auf Menschen und Tiere. Gut. Okay. Einzelschuss. Zack. Das war ein Schuss. So, jetzt machst du auf Dreierschuss. Okay. Bob, drei Schuss. Sehr gut. Und jetzt machst du auf Fünfer. Sehr gut. Darf ich auch mal? Welche Stufe? Oh, ich mach die auch einzeln durch. So, jetzt laden wir nochmal nach, damit ich auch schießen kann. Und es ist, wie ist es, Baby einfach, ne? Mhm. Sehr cool. Die weißen Pfeile waren bei der Waffe dabei und die blauen bei der Weste. Wenn du die Weste nicht umsonst bekommen hättest, was hätte die gekostet? 30 Euro. Ja, 29 irgendwas, ne? 29,99. Sehr cool. So, jetzt darf ich auch mal schießen. Okay. So, dann darf ich jetzt auch schießen. Und zwar auf Einzelschuss erstmal. Kamera läuft. Mal gucken. Kamera läuft. Achtung. Ein Schuss. Dreier Schuss. Und jetzt Fünfer Schuss. Cool. So, jetzt zeigt Nils nämlich noch ein Feature von dieser Waffe. Und zwar, wenn die leer geschossen ist, das Magazin leer ist, was passiert dann? Dann blinkt hier oben eine rote Lampe auf. Okay. Und jetzt machst du 4 Dreier-Durchgänge, ne? Ja. Okay. Und da blinkt sie. Cool. So, jetzt haben wir die zusammen. Die sammelt wieder. Der Nils hat nachgeladen. Oder Herr Nilsson. Jetzt wird das Magazin wieder eingesteckt. Und jetzt baut er die komplett zusammen. So, hier kommt also die... Das hintere Teil. Ja, die Schulterstütze praktisch. Wo noch die Ersatzmunition dran kommt. Ersatzmagazin, genau. Das hier ist jetzt Teil der Zielvorrichtung und einer, ja, zum Festhalten der Waffe. So, dann setzt mal auf. Spielt das eine Rolle, wie du die zusammenbaust, in welcher Reihenfolge, oder ist das egal? Ist egal. Gut. Die kommt also hier vorne als zusätzlichen Lauf dran. Dann haben wir hier die Zielvorrichtung zusammengedreht. Cool. War da hier nicht noch ein zusätzliches Sichtobjektiv dabei? Ach so, das kannst du praktisch. Das ist zum Durchgucken und Zielen. Und das Zielfernrohr ist auch gleichzeitig die Verlängerung eines Laufs. Ja. Aha. Das ist ja mal ein Oschi, mein Lever. So, willst du die nochmal schießen? Mit 5er Durchgängen? Okay. So, dann zeigst du mal den Leuten, wie das aussieht, wenn du die komplett zusammengebaut hast. So, halt die mal hoch, ein bisschen. Sehr cool. Das ist nochmal ein Oschi von Ballermann. So, und jetzt ein Durchgang, oder schieß ruhig mal alle 12 in einem Rutsch durch. Ganz wie du magst. Und ist leer und leuchtet. Sehr gut. So,
Das war Herr Nilssons Vorstellung seines für sich selbst gekauften Geburtstagsgeschenks von seinem Toys R Us Gutschein. Nicht gesponsert, das Video trotzdem. Nerf Modulus Regulator. Ja, mit der gratis Tactical Vest, so heißt die. Alles im Wert von 90 Flocken für 60 bekommen. Das nenne ich mal Low-Budget-Spaß für Kinder. Okay, schön. Danke fürs Videodrehen, Nils. Herr Nilsson. Ja. Und ja, jetzt geht's ab zum Käsekuchen essen, wa? Mhm. Okay, allen anderen sage ich danke fürs Zuschauen. Und wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenk du Hut und... tschüss, hau ab und schwenk die Kap. Sehr gut. Das wollten wir euch noch gezeigt haben. Nicht, dass mir da jemand auf dumme Ideen kommt. Das hier ist Schaumstoff. Ja. Und das hier vorne ist auch so was Ähnliches wie Schaumstoff. Ja. Mal kurz gezeigt, so. Also das ist nichts Hartes, das ist Schaumstoff, etwas festeres Schaumstoff. Von daher kein Problem. So, jetzt sind wir mal weg. Schon mal ganz kurz zurückkommen. Jetzt hat die gerade eben noch anders zusammengebaut. Ja, Zielfernrohr auch als Fernglas zu benutzen, als Laufteil. Das kann man hier oben drauf stecken, dann hat man die Waffe kurz. Ja, mit der kannst du schon einiges anstellen, mein Lever. Cool. Wenn die so kurz ist, kann man die auch auf einer Hand nehmen und kann in der anderen Hand mal was anderes halten. Oh. Cooles Ding, auf jeden Fall. Na, geh mal heim, Käsekuchen essen. Mhm. Die Weste ist cool, vor allen Dingen mit der Bomberjacke zusammen, finde ich die richtig klar.